wieso die Pfarrer und Ältesten, obwohl sie die Bibel häufig interpretieren und die Bibel verehren, dasselbe wie das Bezeugen des Herrn und das Verehren des Herrn? All die Hohepriester, Schriftgelehrten und Pharisäer damals, nicht alle die Bibel ausgelegt und verehrt? Ja. Doch wieso haben sie dann den Herrn Jesus so sehr gehasst und gekreuzigt? Brüder und Schwestern, die Pfarrer und Ältesten schrecken vor nichts zurück, um den allmächtigen Gott zu leugnen, weil sie ihre Essensmarken und Positionen beschützen wollen. Ja. Das zeigt ihre böse, satanische Natur. Sie hassen Gott und die Wahrheit. Genau. Sie sind die heuchlerischen, unredlichen Pharisäer der heutigen Zeit. Amen. Sie sind Antichristen, die die Menschwerdung Gottes verleugnen. Amen. Das ist eine Tatsache, die wir alle ganz klar verstehen. Ja. Dennoch verehren viele Brüder und Schwestern in ihren Herzen die Pfarrer und Ältesten. Sie verstehen nicht, wieso die Pfarrer und Ältesten, obwohl sie die Bibel häufig interpretieren und die Bibel verehren, trotzdem die Wahrheit hassen und sich dem menschgewordenen allmächtigen Gott widersetzen und ihn verurteilen. Ist die Auslegung der Bibel und das Verehren der Bibel dasselbe wie das Bezeugen des Herrn und das Verehren des Herrn? Die meisten Menschen verstehen dieses Problem nicht. Brüder, bitte, sprecht zu uns mehr darüber. Einverstanden. Brüder und Schwestern, in der religiösen Gemeinschaft kündigt sich schon eine Atmosphäre an. Jene, die die Bibel am besten auslegen können und die beste biblische Theorie haben, werden weitgehend außerordentlich gelobt und zutiefst verehrt. Diejenigen, die die Geheimnisse und Prophezeiungen der Bibel auslegen können, werden dann von allen am meisten verehrt. Deswegen verehren viele Menschen die Pfarrer und die Ältesten in der Kirche. Sie alle verstehen das Auslegen und die Verehrung der Bibel als das Bezeugen und die Verehrung des Herrn. Wenn sie sehen, dass sich die Pfarrer und Ältesten dem Werk des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen widersetzen und sie verurteilen, fühlen sich die meisten von ihnen im Widerspruch und sehr verwirrt. Einerseits denken sie, die Tatsache, dass die Pfarrer und Ältesten die Bibel verehren, würde bedeuten, dass sie Zeugnis für den Herrn ablegen. Andererseits ist alles, was der allmächtige Gott ausdrückt, die Wahrheit. Wieso aber widersetzen sich ihm die Pfarrer und Ältesten und verurteilen ihn? Verurteilen sie denn den allmächtigen Gott, weil sein Name nicht der Herr Jesus ist? Dennoch drückt der allmächtige Gott alle Wahrheit aus, also sollte er nicht verurteilt werden. Weshalb widersetzen sich dann die Pfarrer und Ältesten fanatisch dem allmächtigen Gott, der die Wahrheit ausdrückt, und verurteilen ihn? Ja, wieso ist das so? Viele Menschen verstehen das nicht. Eigentlich ist dieses Problem nicht schwer zu erklären. Wenn ihr an die Zeit zurückdenkt, als der Herr Jesus kam, hatten die jüdischen Hohepriester, Schriftgelehrten und Pharisäer nicht auf dieselbe fanatische Weise den Herrn Jesus verurteilt? Und haben sie den Herrn Jesus nicht ans Kreuz geschlagen? Ja. War es nicht deswegen, weil der Herr Jesus nicht Messias hieß? War es nicht deswegen, weil der Herr Jesus viele Wahrheiten ausdrückte? Ja. Sie sahen, dass die Worte des Herrn Jesus Autorität und Kraft hatten. Und er Wunder tun konnte. Sie sahen, dass ihm Tausende von Menschen folgten. Das schockierte ganz Judäa. Ja. Hätten sie dem Herrn Jesus gestattet, seine Arbeit zu verbreiten, wäre das Judentum selbst gestürzt worden. Die Konsequenzen für das Judentum wären ganz unvorstellbar gewesen. Ja. Deswegen entwickelten sie Hass auf den Herrn Jesus und das Verlangen, ihn zu töten. So wurde der Herr Jesus schließlich von ihnen ans Kreuz genagelt. Die Pharisäer waren zu verabscheuungswürdig. Hatten all die Hohepriester, Schriftgelehrten und Pharisäer damals nicht alle die Bibel ausgelegt und verehrt? Ja. Doch wieso haben sie dann den Herrn Jesus so sehr gehasst und gekreuzigt? Um es klar zu sagen, war es nicht deswegen, weil die Pharisäer die Wahrheit und das Werk Gottes hassten? Um ihre Positionen und Essensmarken zu beschützen, waren sie dem wahrheitsäußernden Gott gegenüber skrupellos und grausam. Ihr seht, sie waren bereit, alle Übeltaten zu vollbringen, um Gott zu widerstehen. Das hatte ich nicht
Das ist wahr. Ja. Die wahre Natur aller, dieser Hohepriester, Schriftgelehrten und Pharisäer, ist ein Hass auf die Wahrheit und der erbitterte Widerstand gegen Gott. Das ist wahr. Ja. Sie erläuterten die Bibel und verherrlichten sie wegen ihrer Positionen und Essensmarken. Gegenüber Gott und der Wahrheit waren sie voller Hass. Ganz genau. Deswegen, als der Herr Jesus die Wahrheit ausdrückte und sein Werk tat, wurde ihre wahre Natur, Hass auf die Wahrheit und Widerstand gegen Gott, entlarvt. Wie ihr seht, ist der Umstand, ob sich Menschen Gott widersetzen können, unabhängig von ihrer Auslegung der Bibel. Sondern es hat ganz klar mit ihrer Natur zu tun. Für Menschen mit einer Gott widerstrebenden Natur, ganz gleich wie gut sie die Bibel auslegen, kann ihr innerer Hass auf die Wahrheit und ihr Widerstand gegen Gott nicht verändert werden. Das ist wahr. Verwendeten die Pharisäer nicht ihre Auslegungen der Bibel, um den Herrn Jesus zu verdammen und ihm zu widerstehen? Das ist etwas, das Gott durch sein Werk vor langer Zeit enthüllte. Können wir das wirklich noch nicht sehen? Genau. Brüder und Schwestern, die Pharisäer, die Pfarrer, genau wie die Ältesten, verherrlichen die Bibel. Doch wie können sie weiterhin die Menschwerdung Gottes verurteilen und ihm widerstehen? Wir müssen noch eine andere Wahrheit verstehen. Die Bibel ist nur das Zeugnis Gottes. Die Aufzeichnung von Gottes Werk während des Zeitalters des Gesetzes und des der Gnade. Gott äußert einige Wahrheiten während jeder Phase seines Werkes. In seinen Worten finden die Menschen seine Disposition und alles, was er hat und ist. Deshalb, immer wenn die Menschen eine Phase von Gottes Werk erleben, verstehen sie etwas von der Wahrheit und wissen mehr über Gott. Während dieser drei Phasen des Werkes in seinem Führungsplan enthüllt Gott nach und nach seine innewohnende Disposition, alles, was er hat und alles, was er ist. Ja. Im Zeitalter des Königreichs offenbart Gott seine gerechte, innewohnende Disposition. Allmächtigkeit und Weisheit, Autorität und Herrlichkeit völlig. Wenn wir Gott nur durch sein Werk im Zeitalter des Gesetzes und dem Zeitalter der Gnade kennen, ist dies ein allzu begrenztes Wissen über Gott. Es ist wie während des Zeitalters des Gesetzes, als die Gläubigen Gottes wahre Existenz und alle seine weisen Taten durch das Werk Gott Jehovas anerkannten. Sie erfuhren, dass die Gesetze Gott Jehovas nicht übertreten werden dürfen. Im Zeitalter der Gnade wussten die Gläubigen, als sie das Werk des Herrn Jesus sahen, dass er, der Erlöser der Menschheit, der barmherzige Gott war. Jedoch verstanden sie das Wesen oder die innewohnende gerechte Disposition Gottes nicht. Sie erlangten nicht wirklich wahres Wissen über Gott. Wir kennen Gott wirklich nicht. Deshalb können wir sehen, dass, wenn wir Gott nur von seinen Worten im Zeitalter des Gesetzes und dem Zeitalter der Gnade kennen, unser Wissen über Gott zu begrenzt sein wird. Wir werden nur einen Teil seiner Disposition kennen, was er ist. Wir können den Standard, Gott wahrlich zu kennen, nicht erreichen. Brüder und Schwestern, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, die Bibel auslegen, neigen sie dazu, ihn zu definieren und zu widerstehen. So ist das. Ist das nicht die Wahrheit? Ja. Jedoch, nicht nur, dass die Schriftgelehrten, Hohepriester und Pharisäer Gott überhaupt nicht gekannt haben. Doch vorrangig hatten sie eine satanische Natur. Sie hassten Wahrheit und widersetzten sich Gott. Das war ihr fataler Fehler. Wären ihre Herzen gut gewesen, hätten sie doch den Herrn Jesus, den Erlöser der Menschheit, nicht an das Kreuz genagelt, auch wenn sie Gott nicht gekannt hätten. Nun sehen wir, dass es in den Herzen der Pharisäer keinen und niemals Platz für Gott gegeben hatte. Ihre Positionen und Essensmarken waren wichtiger als alles andere. Deswegen, als das Werk Gottes ihre Positionen und Essensmarken bedrohte, behandelten sie Gott wie ihren allerärgsten Feind und töteten ihn. Ihr seht, dass ihre Herzen, ihr Wesen und ihre Natur voller Gift waren. Ja. Kein Wunder, dass Gott sagte, sie seien eine Schlangenbrut. Amen.
Obwohl die Führer der religiösen Gemeinschaft Gott nicht kennen, werden diejenigen, die Gott fanatisch verurteilen und sich widersetzen, trotzdem als Antichristen enthüllt werden. Amen. Natürlich haben einige religiöse Führer ihre eigenen Vorstellungen von dem Werk Gottes. Aber ihr gottesfürchtiges Herz hält sie davon ab, Gott verbal zu verurteilen. Nehmt zum Beispiel den Herrn Jesus, als er sein Werk ausführte. Verurteilte Gamaliel, ein Lehrer des Gesetzes, den Herrn Jesus nicht. Gamaliel verurteilte den Herrn Jesus nicht. Nikodemus konnte nachts nach der Wahrheit im Herrn Jesus suchen. Das sind alles Tatsachen, die in der Bibel aufgezeichnet sind. Wir sollten die Wahrheit suchen. Ihr seht, dass diejenigen, wenn sie an Gott glauben, ihn aber nicht kennen oder ein gottesfürchtiges Herz besitzen, dafür anfällig sind, sich ihm zu widersetzen. Das stimmt. Wenn Menschen wahrheitshassender Natur und giftigen Herzens zu religiösen Führern werden, werden sie früher oder später als Antichristen entlarvt werden. Amen. Das ist eine Tatsache, die niemand bestreiten kann. Seid ihr euch jetzt alle im Klaren darüber? Ja, wir sind uns im Klaren. Ja, nun sehe ich es wirklich ganz klar. Genau, Menschen mit giftigen Herzen, die Pfarrer und Älteste werden, sind böse Antichristen. Damals entlarvte der Herr Jesus kritisch die heuchlerischen Pharisäer und verfluchte sie. Und der allmächtige Gott enthüllte, richtete und verurteilte in den letzten Tagen die Pfarrer und Ältesten, die das antichristliche Wesen haben, andere mit ihren Auslegungen der Bibel irreführen und sich Gott gegenüber auflehnen. Lasst uns zwei weitere Passagen aus dem Wort des allmächtigen Gottes lesen. Verstanden. Blättert bitte weiter zur Seite 855. Der allmächtige Gott sagt: Diejenigen, die die Bibel in prachtvollen Kirchen lesen, rezitieren die Bibel jeden Tag. Dennoch versteht kein einziger die Absicht der Arbeit Gottes. Nicht einer ist in der Lage, Gott zu kennen. Darüber hinaus steht nicht einer im Einklang mit Gottes Herzen. Sie sind alle wertlose, niederträchtige Geschöpfe, die alle hoch zu Ross sind, um Gott zu belehren. Obwohl sie den Namen Gottes vor sich hertragen, widersetzen sie sich ihm vorsätzlich. Obwohl sie sich selbst als Gläubige bezeichnen, sind sie solche, die das Fleisch des Menschen verzehren und dessen Blut trinken. Alle solche Menschen sind Teufel, die die Seele der Menschen verschlingen. Dämonen, die absichtlich jene stören, die versuchen, den richtigen Pfad zu betreten. Und Stolpersteine, die den Pfad jener behindern, die Gott suchen. Obwohl sie aus robustem Fleisch sind, wie können ihre Anhänger wissen, dass sie Antichristen sind, die die Menschen in ihrer Opposition zu Gott anführen? Wie können sie wissen, dass sie lebende Teufel sind, die Seelen zum Verschlingen suchen? So ein Mensch ist Gottes neuem Werk stets feindselig gesinnt, hat niemals die leiseste Absicht zur Unterwerfung aufgewiesen und hat nie bereitwillig Unterwerfung gezeigt oder sich gedemütigt. Er verherrlicht sich vor anderen und zeigt niemals jemandem Unterwürfigkeit. Vor Gott betrachtet er sich selbst als den Bewandertsten, um das Wort zu predigen, und als den Kundigsten, um an anderen zu arbeiten. Er legt niemals die Schätze ab, die bereits in seinem Besitz sind, sondern behandelt sie wie Familienerbstücke zur Anbetung, um über sie zu anderen zu predigen, und benutzt sie, um jene Narren zu belehren, die ihn vergötzen. Sie halten das Wort, die Glaubenslehre zu predigen, für ihre höchste Pflicht, Jahr für Jahr, Generation um Generation. Führen sie tüchtig ihre heilige und unantastbare Pflicht aus. Niemand wagt es, sie anzurühren. Und kein einziger wagt es, sie in der Öffentlichkeit zu tadeln. Sie werden zu Königen im Hause Gottes und greifen um sich, während sie andere von einem Zeitalter ins nächste tyrannisieren. Diese Bande von Dämonen versucht einander die Hände zu reichen und mein Werk zu zerstören.
Wie kann ich diesen lebenden Teufeln erlauben, vor meinen Augen zu existieren? Amen. Die Worte Gottes haben so viel Autorität. Die Worte des allmächtigen Gottes enthüllen das Wesen der Pfarrer und Ältesten deutlich. Sie interpretieren die Bibel und verherrlichen sie, widersetzen sich jedoch Gott. Die Pfarrer und Ältesten kennen Gott ja gar nicht. Stattdessen definieren sie ihn und widersetzen sich ihm. Das trifft insbesondere auf jene zu, die den allmächtigen Gott verdammen. Ihre Natur und ihr Wesen sind denen der Pharisäer gleich, die den Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen hatten. Sie sind alle satanische, toxische Menschen, die die Wahrheit hassen. Sie sind alle Antichristen, die durch das Werk Gottes entlarvt werden. Ja. Sie alle sind es, die Gott erneut ans Kreuz schlugen. Genau. Sie alle sind von Gott verflucht. Ja, genau richtig. So ist es. Nun sehen wir ganz klar. Sie sagen, Pfarrer und Ältesten verflucht werden. Das ist wahr. Dank dem Herrn. Wenn du so darüber sprichst, verstehe ich es sehr gut. Die Pfarrer und Ältesten können die Bibel auslegen und verherrlichen. Aber das bedeutet nicht, dass sie Gott kennen. Ihr seht, dass sie satanischer Natur sind. Sie hassen die Wahrheit und rebellieren gegen Gott. Ganz gleich, wie gut sie die Bibel auslegen oder verherrlichen können. Sie engen die Menschen ein zum Schutz ihrer Positionen und Essensmarken. Sie bezeugen und verherrlichen Gott ganz und gar nicht. Amen. Wie die Ältesten und Pfarrer die Menschen täuschen, das ist sehr hinterhältig. Ja, der Plan der bösen KPCH, die Menschen zu täuschen, ist offensichtlich. Aber die Ältesten und Pfarrer betrügen die Menschen mit ihren Bibelauslegungen. Das ist nicht so einfach zu erkennen. In der Vergangenheit verehrten wir sie und folgten ihnen. Aber nach all diesen Jahren haben wir keine Wahrheit erlangt. Nun ist uns klar, dass wir betrogen wurden. Das verdanken wir der Errettung durch den allmächtigen Gott. Wir danken dem allmächtigen Gott aus der Tiefe unseres Herzens. Amen. Das ist so herrlich. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Brüder und Schwestern, den Herrn ehrlich zu bezeugen, hat nichts damit zu tun, wie Menschen die Bibel auslegen. Der Schlüssel ist, ob sie die Worte Gottes ausüben und sein Werk erfahren können. Wenn die Menschen die Wahrheit lieben, werden sie die Aufklärung des Heiligen Geistes und wahre Erfahrung und Kenntnis von Gottes Wort erlangen. Diese Kenntnis wird durch die Ausführung und die Erfahrung der Worte Gottes geschaffen. Das heißt es, Gott wahrhaft zu kennen. Diese echten Erfahrungen und Zeugnisse kommunizieren, ist, was es heißt, Gott wahrlich zu erhöhen und ihn zu bezeugen. Das heißt, in der Tat, ihn wahrhaftig zu erhöhen und ihn zu bezeugen. Gott sei Dank. Die wahre Kenntnis von Gott, von dem die sprechen, die ihn erhöhen und Zeugnis für ihn ablegen, kommt nicht von ihren eigenen Auffassungen oder von ihrer Logik und auch nicht von ihrer wortwörtlichen Auslegung der Worte Gottes. Jene, die Gott erhöhen und bezeugen, konzentrieren sich darauf, seine Worte in der Bibel zu teilen, den Willen Gottes zu verkünden, seine Disposition und alles, was er hat und ist. Und gestatten damit den Menschen, Gottes Willen und Disposition zu verstehen und Gott wirklich zu kennen. Auf diese Art und Weise können die Menschen Gott wirklich verehren und gehorchen. Diese Arten der biblischen Auslegungen und Kommunikation seiner Worte sind es dann, wie sie Gott erhöhen und bezeugen können. Amen. Ja, das heißt es, Gott wirklich zu verehren. Wenn aber die Pfarrer und Ältesten die Bibel auslegen, können sie dann wirklich vom Wesen der Wahrheit der Worte Gottes kommunizieren? Können sie auf diese Art den Willen Gottes kommunizieren? Nein. Können sie denn so die Disposition Gottes bezeugen? Nein, können sie nicht. Können sie andere dazu bringen, Gott zu kennen, ihm zu gehorchen oder ihn zu verehren? Nein, auf gar keinen Fall. Das können sie nicht. Richtig. Die Tatsachen haben uns gezeigt, dass die meisten der Ältesten und Pfarrer die Wahrheit hassen und sich Gott widersetzen, das ist ihre wahre Natur. Sie üben weder das Wort Gottes aus, noch erleben sie sein Werk. Seinen Willen oder seine Anforderungen verstehen sie überhaupt nicht. Und sie verstehen nicht seine Disposition, alles, was er hat und alles, was er ist. Deswegen können sie kein wahres Wissen über Gott kommunizieren. Und sie können das göttliche Wesen oder die liebevollen Eigenschaften des Herrn Jesus gar nicht bezeugen. Ja. Das sind Tatsachen. Ja. Sie legen nur biblisches Wissen oder theologische Theorie aus oder die Geschichten auserkorener Persönlichkeiten in der Bibel und mit Historie, damit die Menschen sie verehren und zu ihnen aufschauen. Ja, ganz genau.
Nicht nur das. Die meiste Zeit legen die Pfarrer und ältesten Menschen Worte aus, sowie die Worte des Paulus in der Bibel. Paulus zufolge sind, denn alle Schrift von Gott eingegeben. Sie nehmen die Worte der Bibel so, als wären sie Gottes Worte. Ja. Das hat dazu geführt, dass die religiöse Gemeinschaft die Worte der Apostel als die Worte Gottes auffasst und den Gläubigen mitteilt, sie einzuhalten und zu praktizieren. Wenn sie predigen, kommunizieren oder Zeugnis ablegen, zitieren sie immer häufiger die Worte der Apostel. Jedoch zitieren sie Gott und den Herrn Jesus immer weniger. Das Ergebnis ist, dass sämtliche Worte Gottes und des Herrn Jesus in der Bibel alle ersetzt und nichtig gemacht wurden. Der Platz des Herrn Jesus in den Herzen der Menschen verblasst immer mehr, während in ihren Herzen das Areal für Paulus und andere ständig größer wird. Das führte dazu, dass die Worte des Paulus vereint mit Menschenworten die Herzen besetzt haben. Die Menschen glauben an den Herrn Jesus dem Namen nach, aber in Wahrheit verfahren sie nur nach den Worten des Menschen in der Bibel, wie den Worten des Paulus. Sie gehen ihren eigenen Glaubensweg. Wie können alle diese Gläubigen so nicht vom Weg des Herrn abweichen? Wie kann diese Art zu glauben das sein, was Gottes Wille ist? Hinsichtlich des Eintritts in das Himmelreich sagte zum Beispiel der Herr Jesus einst Folgendes: Sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Amen. Die Pfarrer und Ältesten jedoch sprechen stattdessen über die Erlösung und den Eintritt ins Himmelreich den Worten des Paulus entsprechend. Das ist ein völliger Verrat an den Worten des Herrn Jesus. Amen. Das Ergebnis ist, dass die meisten Gläubigen nicht wissen, wie man dem Willen Gottes folgt. Noch weniger wissen sie, welche Art von Menschen in das Himmelreich eintreten können. Wie können diese Menschen jemals die Wahrheit oder das Die Menschen Wort? Verwenden die Worte des Paulus als ihr Lebensmotto. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Die Pfarrer und Ältesten lehren andere, dass solange sie für den Herrn arbeiten, so wie es Paulus machte, und sie Leiden ertragen, können sie in das himmlische Königreich eintreten. Sie ersetzen die Worte Gottes durch die Worte der Menschen. Sie schließen die Worte Gottes aus. Das Ergebnis davon ist, dass sie die Menschen in die Irre führen. Wenn sie die Bibel auf diese Weise auslegen, verehren sie damit Gott oder bezeugen ihn? Nein, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Ich denke, sie befinden sich im direkten Widerspruch zu Gott. Brüder und Schwestern, das ist ein ernstes Problem, ja? Die religiösen Pfarrer und Ältesten ersetzen häufig die Worte Gottes in der Bibel durch die Worte der Menschen. Brüder und Schwestern, wir sollten uns über die Konsequenzen jetzt alle im Klaren sein, nicht wahr? Die Pfarrer und Ältesten sind religiöse Hochstapler. Ganz genau. Brüder und Schwestern, lasst uns über etwas gründlich nachdenken. Wie können so viele Menschen jahrelang an den Herrn glauben und ihn dennoch nicht kennen? Warum erfahren sie die Worte des Herrn niemals wirklich und eingehend? Wie können diese Menschen jemals die Wahrheit oder das Leben erlangen? Ist denn das nicht deswegen, weil die Pfarrer und Ältesten andauernd die Worte von Menschen aus der Bibel interpretieren? Und ihre Anhänger drängen, diese Worte zu halten, Brüder und Schwestern. Das ist die Wahrheit. Wie können sie den Herrn erhöhen oder bezeugen, indem sie die Bibel auf diese Weise auslegen? Wie kann diese Art des Dienstes Gottes Willen entsprechen? Das ist die Wahrheit. Sie unterscheiden sich in keiner Weise von den heuchlerischen Pharisäern. Sie beide wandeln auf einem Weg des Dienens und zugleich Widersetzens. Amen. Ja, das trifft zu. Während der letzten Tage, wenn der fleischgewordene Gott erscheint und sein Werk tut, fangen sie an, sich dem Werk Gottes skrupellos zu widersetzen. Was ihre heimliche, böse Natur entlarvt. Sie hassen Wahrheit und sie leisten gegen Gott Widerstand. Das stimmt. Letztlich werden sie von Gott verflucht und bestraft werden. Amen. Das trifft genau zu. So wie es der allmächtige Gott sagt. Schau dir die Führer jeder Glaubensgemeinschaft an. Sie sind alle arrogant und selbstgerecht. Und sie interpretieren die Bibel aus dem Kontext heraus
und nach ihrer eigenen Vorstellung. Sie alle verlassen sich auf Begabungen und Belesenheit, um ihre Arbeit zu machen. Wenn sie unfähig wären, etwas zu predigen, würden diese Leute ihnen dann folgen? Sie besitzen letzten Endes doch eine gewisse Gelehrtheit und können ein wenig von der Glaubenslehre sprechen. Oder wissen, wie man andere für sich gewinnen kann und wie man ein paar Tricks benutzt, durch die sie die Menschen vor sich gebracht und sie getäuscht haben. Nominell glauben diese Menschen an Gott, aber in Wirklichkeit folgen sie ihren Führern. Wenn sie denen begegnen, die den wahren Weg predigen, würden einige von ihnen sagen, wir müssen ihn bezüglich unseres Glaubens an Gott zu Rate ziehen. Sieh nur, wie sie jemandes Zustimmung benötigen, um an Gott zu glauben. Ist das nicht ein Problem? Was sind diese Führer dann geworden? Sind sie nicht Pharisäer geworden? Falsche Hirten? Antichristen? Und Stolpersteine? Für die Akzeptanz des wahren Wegs durch die Menschen? Amen. Die Pfarrer und Ältesten sind wirklich Hindernisse für uns, den wahren Weg zu gehen. Ja, sie sind wirklich zu böse. Der allmächtige Gott hat das gottwiderstrebende Wesen der Pfarrer und Ältesten ganz deutlich enthüllt. Gott sei Dank. Wahre Gläubige und Wahrheitssuchende sollten die Wahrheit erkennen. Die religiösen Pfarrer und Ältesten zitieren die Bibel nicht im Zusammenhang und legen die Bibel im Widerstand gegen Gott falsch aus. Ja, so ist es. Auf diese Art werden wir in der Lage sein, ihrer Täuschung und Kontrolle zu entgehen und vor den Thron Gottes zurückkehren. Amen. Das trifft wirklich zu. Obwohl die Ältesten und Pfarrer die Bibel auslegen, teilen sie mit uns nichts von ihren Erfahrungen im Ausüben der Worte des Herrn. Sie führen die Gläubigen nicht dazu, die Worte des Herrn auszuüben und die Gebote zu befolgen. Insbesondere dann, wenn es um den Empfang der Wiederkunft des Herrn geht. Selbst dann interpretieren sie die Bibel fern ihres Kontextes. Sie definieren und richten Gott nach dem Zufallsprinzip, verbreiten alle möglichen Lügen, um uns zu täuschen und zu kontrollieren. Sie halten uns davon ab, das Werk Gottes in den letzten Tagen zu studieren. Wie eigentlich erhöhen oder bezeugen sie denn den Herrn? Sie gründen ihr eigenes Königreich als Feinde Gottes. Ihre Herzen sind zu giftig. Sie sind eine Schlangenbrut. Genau. Das ist tatsächlich so. Ja. Brüder und Schwestern, das Werk des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen hat diese Pfarrer und Ältesten entlarvt, diese antichristlichen Dämonen in der religiösen Gemeinschaft. Denn sonst wäre niemand in der Lage, ihre Verherrlichung und Auslegung in der Bibel als ihre List zu erkennen, mit der sie die Menschen täuschen und kontrollieren. Noch würde irgendjemand die Wahrheit erkennen können. Sie gründen ihr eigenes Königreich als Feinde Gottes. Zu der Zeit verehrten und bezeugten die Pharisäer die Bibel. Sie grenzten Gott innerhalb der Bibel ein. Sie strebten niemals nach der Wahrheit oder versuchten, den Fußstapfen Gottes zu folgen. Das Resultat war, dass sie den Herrn Jesus ans Kreuz nagelten und als Rechtfertigung benutzten sie seine Weigerung, dem Alten Testament zu folgen. Sie handelten ungemein sündhaft. Das ist genau korrekt. So ist es. Brüder und Schwestern, die Pfarrer und Ältesten in den letzten Tagen sind genauso wie die Pharisäer es waren. Sie verehren und bezeugen die Bibel. Sie definieren Gott in der Bibel. Sie verbreiten auch Täuschungen und sagen zum Beispiel, nichts von Gottes Worten existiert außerhalb der Bibel. An die Bibel zu glauben heißt an Gott zu glauben. Die Bibel repräsentiert Gott. Wenn du die Bibel verlässt, glaubst du nicht mehr an Gott. Sie verwenden diese Sprüche, um die Menschen irre zu führen, damit sie die Bibel anbeten. Sie behandeln die Bibel, als wäre sie Gott. Sie ersetzen Gott durch die Bibel. Die Pfarrer und Ältesten verwenden diese geheimen, hinterhältigen Methoden ausschließlich dafür, um die Menschen von Gott zu stehlen und sie vor die Bibel zu bringen. Das führt dazu, dass die Menschen unterbewusst ihre Beziehung zu Gott verlieren. Die, die einst an Gott glaubten, glauben nun nur an die Bibel. Die Bibel wird zum Herrn ihrer Herzen, dem Gott ihrer Herzen. Daher verleiten sie ihr blinder Glaube und die Anbetung der Bibel dazu, die biblischen Gelehrten anzubeten und ihnen zu folgen, den Pfarrern und Ältesten. Was die Pfarrer und Ältesten betrifft, so nutzen sie die Bibel als ein Werkzeug, um die Religionsgemeinschaft zu kontrollieren und ihre eigenen Ambitionen zu erfüllen. Sie verherrlichen die Bibel und interpretieren sie außerhalb des Kontexts, um die Menschen zu täuschen, in einer Falle zu fangen und zu kontrollieren.
Unterschwellig führen sie die Menschen auf einen Pfad der Anbetung, jenen zu folgen, die Gott widerstehen und die Feinde Gottes sind. Sie gehen den falschen Weg, religiöse Hochstapler. Sie verführen die Menschen zu denken, dass die Anbetung der Bibel und das Festhalten an der Bibel der Glaube an Gott ist. Und dass man dadurch Gottes Gegenwart hat. Deshalb suchen oder studieren jene das Werk Gottes in den letzten Tagen nicht und verpassen ihre letzte Gelegenheit zur Errettung. Das ist wirklich Satans hinterlistigster, raffiniertester Plan. Er ist wirklich schädlich. Diese Pfarrer und Ältesten sind sehr schädlich. Sie sind zu verabscheuungswürdig. Deswegen sehen wir, dass die Pfarrer und Ältesten in der religiösen Gemeinschaft eine Gruppe von echten Pharisäern und Hochstaplern sind. Amen. Sie sind falsche Hirten und Antichristen, die Gottes Auserwählte irreführen und kontrollieren. Amen. Die religiöse Gemeinschaft wird von Pharisäern und antichristlichen Dämonen kontrolliert, die sich Gott strikt widersetzen. Sie ist schon lange nicht mehr der Ort, an dem Gott wirken kann. Amen. Sie wurde ein satanisches Lager, das Gott für den Feind hält. Sie ist vor langem zur Stadt Babylon geworden. Amen. Wie könnte das religiöse Babylon nicht unter Gottes Zorn geraten? Brüder und Schwestern, wir hörten den Lügen der Pfarrer und Ältesten lange genug zu und folgten den Bibelworten, als wären sie die Worte Gottes. Wir dachten, dass es leichter sei, jene Worte auszuüben als die Worte Gottes. Wir wurden von den Pfarrern und Ältesten ausgetrickst. Die Pfarrer und Ältesten haben uns wirklich geschadet. Ist das nicht die Wahrheit? Die Pfarrer und Ältesten haben die Opfer gegessen und getrunken, die wir Gott gaben. Sie verwenden die Bibel, um uns zu verführen und zu kontrollieren. Sie möchten uns besonders davon abhalten, den wahren Weg zu akzeptieren, wenn der allmächtige Gott sein Werk des Gerichts von seinem Hause aus tut. Ja. Sie möchten unser Blut aussaugen und alles Leben aus uns herauspumpen. Sie möchten uns in die Hölle zerren. Genau. Sie sind einfach zu böse. Sie werden damit nicht aufhören. Es dauert an, bis sie uns getötet haben. Richtig. Richtig. Ich hätte nie gedacht, dass die Pfarrer und Ältesten, zu denen wir aufschauen, derart böse Dämonen sind, die uns verletzen und unsere Seele fressen. Allein der Gedanke daran erschreckt mich. Die religiöse Gemeinschaft wird wirklich von antichristlichen Dämonen kontrolliert. Ja. Kein Wunder, dass Gott diese religiöse Gemeinschaft verflucht. Genau. Die Gläubigen werden nicht nur nicht in der Lage sein, das Himmelreich zu betreten, sondern werden von Gott bestraft und verflucht werden, weil die Pfarrer und Ältesten uns verleiten, Gott zu widerstehen. Das ist wirklich zu gefährlich. Wir müssen die Pfarrer und Ältesten ablehnen und einen Schlussstrich ziehen. Die religiöse Gemeinschaft hat sich schon vor langem in eine unfruchtbare Einöde und Räuberhöhle gewandelt. Das ist richtig.